Hallo liebe Freunde des guten Geschmacks, wieder mal ein Unboxing. Ich habe hier Post von Nerdgirl Fashion. Ihr wisst schon, ich hatte da letztes Jahr irgendwann schon mal Cobra Kai Sachen vorgestellt oder Karate Kid, wie auch immer. Und jetzt machen wir es mal eben schnell auf. Ne? Dafür nehme ich mein Mighty Underground Cuttermesser. Und dann bin ich sehr gespannt. Ich habe gehört, es gibt da eine neue Kollektion. Also checken wir das Ganze mal, weil wenn das jetzt richtig geiler Scheiß wird, dann werde ich das nämlich auf der Facts Comic Con in Belgien angehabt haben. Weil da sind ja Peyton List und Jacob Bertrand von Cobra Kai, mit denen ich ein Foto mache. Und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Wird fluffiger, ich stelle den Karton mal ab. Oh, yes. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Nerdgirl hier. Und da. Und jetzt check diesen Hoodie aus. Tada, einmal Miyagi-Do. Ja, ich bin jetzt übergelaufen und letztes Mal hatte ich nur Cobra Kai und das Miyagi-Do-Shirt. Aber ein richtig schöner, dicker Pulli. Die Sachen, die sind ja alle fair, wisst ihr? Also, da wisst ihr auch, was ihr bekommt. Da geht auch nichts in der Wäsche kaputt. Ich habe das Baby hier in, was ist das? XL? Jawohl. Also ist das schön kuschelig und knuffig und die Kapuze passt auch auf meinen riesigen Schädel. Also richtig cool. Nehmen wir das mal eben zur Seite. Dann, was habe ich denn hier noch? Oh, noch ein Shirt. Wieder mit dem coolen Kärtchen und das ist halt, das ist ein noch sehr neutrales Logo, würde ich sagen. Das ist halt so ein mintgrünfarbenes T-Shirt. Ja, seht ihr? Auch richtig cool. Ich habe es auch ein bisschen lockerer bestellt. Weil, ja, in der Hoffnung, der Sommer naht. Das hier ist auch USL Euro XL. Ja, also, wenn hier die Schulter naht ist und das sitzt quasi hier am Ende bei mir da, wird das sehr gut. Also ich denke, da werdet ihr noch ein paar Posts und so weiter von mir auf Instagram erleben. Also folgt mir da, weil da werde ich dann nämlich auch genau, ja, da habe ich dann auch noch was für euch. Da gibt es dann in der Verlosung diesen stylischen Miyagi-Do-Beutel. Ja, also der Beutel, der kommt für euch, keine Frage. Da müsst ihr dann später auf Instagram checken. Ich werde dazu dann auch entsprechende Posts und so weiter machen. Ihr könnt auch dann den Links folgen, wenn ich dann meine Fotos mit dem Klamotten und den Jacob Bertrand und Peyton List habe. Hier zeige ich euch das nochmal. Herrlich, der Aufdruck ist auch mega gut. Doch, das gefällt mir alles, wie sich das schon anfühlt. Also da bin ich voll Fan. Und ich lasse das mal in den Karton fallen, nicht einfach auf den Boden, keine Sorge. Ja, und das ist doch mal richtig schön. Das gefällt mir sehr gut. Ja, cool. Checkt auch die Links für Nerdgirl Fashion sowieso schon mal aus. Und dann, ja, bin ich gespannt. Erzählt mal, ob ihr dann da auch was geordert habt. Und achtet auf einen Prozente-Code oder so, den ich euch rausgebe. Also checkt das hier oder auf Instagram. Irgendwo wird es sein. Und dann guckt auch nochmal. Ich zeige es nochmal. Weil ich werde dann auch diesen Beutel verlosen. Also, bis dann. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ja, wir sehen uns. Hau rein.